Für die Fans der SG Dynamo Dresden war er wahrscheinlich der spektakulärste Neuzugang vor dieser Drittligasaison. Stefan Kutschke zurückgekehrt an seine alte Wirkungsstätte. Und heute hat er sich mal ausführlich Zeit genommen, um mit uns gemeinsam Bilanz zu ziehen über die letzten 6 Monate. Mit welcher Erwartungshaltung ist er eigentlich hier nach Dresden gekommen und wie viel davon hat sich nach 6 Monaten erfüllt? Außerdem gibt er zu, dass er ein ganz klarer Freund von Struktur, Hierarchien und klaren Regeln ist. Und er hat festgestellt, dass Mentalität das große Problem der Hinrunde war. Wenn man irgendwo neu anfängt, dann geht man ja da mit gewissen Erwartungen hin. Wenn du jetzt ein halbes Jahr später mal Bilanz ziehst über die letzten 6 Monate, hast du es dir so vorgestellt, die Rückkehr zu Dynamo Dresden? Was heißt irgendwo neu hinkommen? Also das Umfeld war für mich schon vertraut. Ich weiß aber auch, wie die Erwartungshaltung nach den 5 Jahren in Ingolstadt war. Du wirst immer irgendwo gemessen an Leistungen, die du schon mal abgerufen hast. Und wenn wir da irgendwo ein Fazit ziehen nach den ersten 6 Monaten, ist es natürlich nicht zufriedenstellend. Erstens als Mannschaft oder für den Verein und dann kommt die persönliche Situation. Du hast irgendwo willst du der Stelle auch gerecht werden oder der Position. Und da sage ich offen und ehrlich, das war nicht das, was ich mir erhofft habe. Da bin ich aber auch selbstkritisch genug, das muss mir kein anderer sagen. Also man hört das dann immer von außen, ja, im Tore schießen und das. Aber ich glaube, wir haben als Mannschaft insgesamt eine schwierige Hinrunde gehabt, wo nicht alles perfekt lief. Und da kommen meine persönlichen Sachen, oder die kommen dann natürlich mit rein, die für mich nicht zufriedenstellend waren. Hast du für dich eine Antwort drauf gefunden, warum die Dinge nicht zufriedenstellend gelaufen sind? Ja, es ist ja immer auch, dass jeder bei sich selber anfangen muss. Es ist ja, ich glaube, heute immer noch ein großes Thema, eine Selbstreflexion zu haben, die relativ gesund ist. Und das ist immer nicht ganz so einfach, weil Freunde erzählen dir das, Berater erzählen dir das und du musst immer ein bisschen schauen, was stimmt denn jetzt oder was passt denn jetzt auch zu deiner Leistung. Und eine Antwort darauf haben wir lange gesucht, auch in dieser langen Winterpause. Ich meine, wir haben viel gesprochen intern und haben diesen Geist, den wir in der Mannschaft haben wollten, den wollten wir weiter stärken. Ich glaube, der ist auch jetzt ausgeprägter. Aber dass ich jetzt sage, ich habe eine Antwort drauf und es dann in der Rückrunde läuft, dann würde ich es patentieren lassen und würde das jedem dann empfehlen, wo es mal dann vielleicht mal nicht so läuft, das halbe Jahr. Aber es kommen natürlich verschiedene Faktoren dazu. Ja, dann, klar, hast du Chancen gehabt, wie viele Tore hättest du machen können, wo könntest du der Mannschaft helfen? Klar wird ein Sturm immer an Toren gemessen. Aber für mich steht die Mannschaft dann auch im Vordergrund. Wie arbeitest du für eine Mannschaft? Und habe für mich ein paar Antworten gefunden, aber die mache ich mit mir selber aus. Und da bitte ich um Verzeihung, dass das auch so bleibt. Dinge, die du aber öffentlich geäußert hast, relativ früh schon in der Saison, nämlich nach der Mannheim-Niederlage, bezogen sich auf das Thema Druck. Du hast damals schon gesagt, also wir brauchen hier nicht über Druck reden. Druck haben ganz andere Menschen in ihrem Alltag. Ist es ein Thema, was die Mannschaft hemmt? Erwartungshaltung, Druck von außen? Hast du das Gefühl, dass der ein oder andere vielleicht nicht so gut damit umgehen kann? Oder ihn das eher lähmt, als dass es ihn stärkt? Wir müssen immer mal uns die Frage stellen, also in Spielen, wo keine Zuschauer da waren, ob das jetzt in Testspielen waren und so weiter, da konnten wir immer unser Leistungsvermögen voll abrufen. Aber dann spielst du zu Hause und hast irgendwo 23.000, 25.000 Zuschauer. Und es ist natürlich in Dresden so, es gibt keine Grauzone. Es gibt schwarz oder weiß, es gibt gut oder schlecht. Und dieser ganzen Sache dann auch, sich ein Bewusstsein zu verschaffen, was es dann auch bedeutet. Und ich weiß, welches Interview das war nach Mannheim. Klar geht es um viel Druck. Ja, diese Rolle wurde vor der Saison klar verteilt. Dynamo Dresden muss aufsteigen. Muss jedem auch bewusst sein. Klar waren auch viele Spieler noch dabei, die letztes Jahr dann abgestiegen sind. Die haben dann ein halbes Jahr erlebt, okay, wo du kein Spiel gewonnen hast. Dann kommen die Relegationen dazu, dann kamen noch Vorfälle mit rein. Das sind alles so Sachen, die irgendwo eine Rolle spielen. Ich habe jetzt nicht explizit jeden Einzelnen mal gefragt, sag mal, ist das für dich zu viel Druck? Aber es ist doch das, wofür wir mal angefangen haben, Fußball zu spielen. Also wenn ich jemanden frage, warum willst du denn mal in der ersten Bundesliga spielen? Ja, volle Stadien. Geile Stimmung. So, und das ist doch eigentlich, das muss einen beflügeln. Aber man muss auch damit gut umgehen können. Und das muss jeder irgendwo für sich selber ausmachen. Und jeder hat da irgendwo vielleicht auch einen Weg für sich gefunden, wie es geht. Und das hoffe ich jetzt in der Rückrunde, dass wir es begriffen haben, wie wir auch unsere Zuschauer im Stadion mitnehmen können. Also ich glaube, jeder weiß, wenn es läuft, durch eine gelungene Aktion, wir reden nicht immer von einem Tor, aber durch gelungene Aktionen, wie du unser Stadion und die Fans mitnehmen kannst. Und das sind auch so Punkte, die mir angesprochen haben, was uns natürlich in den Spielen gerade zu Hause, meine Auswärts sind auch immer mit vielen Fans von uns vertreten, dass das Sachen uns oder einen Schub gibt, ja, dass diese positive Unterstützung. Hast du das Gefühl, dass jeder dieser Mitspieler ein Gefühl für diese dritte Liga hat und für die Besonderheiten dieser dritten Liga?
Ja, diese dritte Liga hat schon eine Besonderheit. Also du hast es gerade richtig angesprochen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, okay, du wirst nie durch brillanten Fußball immer irgendwo ganz oben ankommen. Ich meine, es gibt genügend Mannschaften, die ihren Spielstil gefunden haben. Ja, und diese dritte Liga anzunehmen, ist schon nochmal irgendwo was anderes, als wenn ich irgendwo in der zweiten Liga spiele. Okay, da ist es nicht gleich ganz so wild. Da hast du ein bisschen mehr Zeit und es geht aber viel in dieser Liga über Kampf, Wille und Mentalität. Und da, glaube ich, sind wir jetzt schon an dem Punkt, dass wir das angenommen haben und auch in der Trainingswoche einfordern. Die Frage ist aber immer, wie kann man es am Wochenende umsetzen? Jetzt haben wir drei Spieler bei euch oder die drei Spieler mit der meisten Drittliga-Erfahrung, nämlich Manuel Schäffler, Stefan Kutschke und Tim Knipping. Auf der anderen Seite eben viele talentierte Spieler. Also wenn wir uns den Kader gegen Oldenburg zum Beispiel angucken, 8 Spieler, die jünger als 23 sind. Ist es vielleicht genau die Kunst in dieser dritten Liga, die richtige Mischung zu finden zwischen, ich sag mal, den jungen Wilden, den Talentierten, den Kreativen und auf der anderen Seite eben Typen wie dir, wie Tim Knipping, wie Manuel Schäffler, die dem Ganzen irgendwie einen Rahmen geben müssen und ja, so ein bisschen die Leitplanken vielleicht für die jungen Wilden festlegen müssen? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist anders bei den zweiten Mannschaften, ja, ob das jetzt Freiburg ist und so weiter, geht das. Ja, viele talentierte Spieler, wo der Sprung nach oben relativ kurz ist, ja, wo die immer schon in der Bundesliga mittrainiert wird. Aber wenn ich zurückdenke, wie das in meiner Zeit war, also du brauchst immer irgendwo Leitplanken, irgendwo Spieler mit gewisser Erfahrung, die dir Sachen mitgeben können. Ja, wie das vielleicht in dem und dem Spiel abläuft, wenn sie auch mal wissen, okay, wie verhalten wir uns in der und der Situation. Und das ist aber eine Sache. Das geht nicht durch, dass das festgelegt wird. Ja, ihr habt die meiste Erfahrung. Ja, das wird dann immer verlangt. Du musst es aber selber von dir einfordern. Und das ist auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, es muss viel Disziplin herrschen, gerade auch in der Kabine, auf dem Trainingsplatz. Weil sonst ist es am Wochenende auch schwer, diesen Schalter dann umzulegen und zu sagen, okay, jetzt bin ich im Wettkampfmodus. Das ist schwer. Und ich glaube, wenn du dann ein paar Erziehungsberechtigte hast, die dich an die Hand nehmen, ja, so sehe ich es jetzt mal, ist eine Hilfe für die Jungs. Ich meine, sie kommen ja auch und fragen, und wie macht man das oder was kann ich denn da noch anders machen? Und dann probiert man natürlich zu helfen. Das ist völlig normal. Ist aber wieder die Sache, wie nimmt es jeder an? Ja, und die Zeit hat sich schon gedreht. Also wenn Sie jetzt mal Manuel Schäffler fragen oder Tim Knipping, wie das früher bei uns war, da gab es jetzt keine Einteilung, ja, junge Spieler müssen das und ich zähle die auf. Das war dann einfach so. Ja, also die Rollen waren klar verteilt. So, und klar, es kommt eine andere Generation, es ist alles gut, aber wir haben uns letztens im Auto drüber unterhalten, wir sind froh, dass wir die anderen Zeiten auch noch mitgemacht haben. Und das probieren wir jetzt den Jungs irgendwo weiterzugeben, weil diese Hierarchien wird es immer irgendwo im Fußball geben. Das heißt, du bist ein Freund von Hierarchien, du bist ein Freund von klaren Rollenverteilungen und auch ein Freund von Disziplin und Regeln. Absolut. Also ich meine, in den 90 Minuten gibt es auch Regeln. Ich kann jetzt den Ball nicht in die Hand nehmen und ins Tor laufen. Aber das sind so Beispiele, wo ich mir sage, Rollenverteilung, du kannst dann immer irgendwo zu einem Führungsspieler gemacht werden. Wichtig finde ich aber immer, dass die Leistung dazu passt. Ja, und das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe in dem Gespräch. Die Leistung, ich war damit nicht zufrieden. Ich rede jetzt von meiner persönlichen Situation. Und dann ist auch immer so, wenn irgendwann die Leistung nicht stimmt, aber du forderst immer ein oder verlangst Sachen, irgendwann denken sich dann alle Spieler, Also immer, es kommt dann ein ins andere. Dann läuft es nicht, ja, dann hat man keine Spiele gewonnen, dann war man nicht erfolgreich und irgendwo kommt das immer zusammen. Ja, Mensch, mach doch erstmal bei dir oder fang bei dir an. Und das ist so eine Sache, aber... Man verliert Glaubwürdigkeit? Genau, also das glaube ich schon, weil sie schauen ja dann schon, also klar, ihr habt so und so viele Drittligaspiele, die Erfahrung, die Zweitligaspiele kommen dazu, Bundesliga kommt dazu. Und jetzt wollen wir das aber auch sehen, damit du die mitreißen kannst. Und das ist so eine Sache, die ist da entscheidend für diese Rolle, die du einnehmen sollst. Bleiben wir noch mal kurz beim Thema Rollenverteilung. Sollten die 11 fußballerisch besten Spieler spielen oder sollten die 11 Spieler spielen, die im Team, im Gesamtgefüge, Fußball ist ein Mannschaftssport, am besten funktionieren, harmonieren? Klar, sollten die spielen, die am besten zusammenpassen. Also ich glaube, immer ein gesunder Mix aus fußballerisch starken, ja, die wir zweifelsohne haben. Also wir haben es ja gesagt, das ist ein sehr guter Kader mit vielen talentierten Jungs. Aber auch du brauchst dann diesen Mix zwischen Mentalität, Kampf, Wille, ja, die dann auch manche Sachen wettmachen. Ja, wenn die Technik vielleicht nicht so versiert sind, das ist auch alles völlig in Ordnung. Aber die durch andere Tugenden natürlich in der Mannschaft mitreißen. Und dann wachsen diese Spieler daran, die das vielleicht nicht so haben. Und die profitieren natürlich dann durch ihre fußballerische Stärke. Das ist ganz klar.
Der Trainer hat während der Hinrunde oft gesagt, er hat alles ausprobiert. Er hat den Torhüter gewechselt, Dreierkette, Viererkette, das System verändert, Spieler auf die Bank gesetzt, Spieler wieder in die Startelf. War das vielleicht die letzte Maßnahme, die er jetzt während der Winterpause entdeckt hat, mit euch gemeinsam als Team eben genau diesen Geist, von dem du gesprochen hast, zu finden, zu wecken und im Idealfall halt dauerhaft zu etablieren? Ist das das, was den Unterschied machen kann, machen soll? Ja, machen muss. Also ich glaube, es ist schon so, dass er mit seiner Aussage recht hat. Und ich glaube, jeder Spieler hat seine Chance bekommen. Kann jetzt keiner sagen, ach Mensch, ich habe nicht gespielt, ich durfte es noch nicht zeigen. Und da geht es auch nicht darum, ja, ich mag den einen mehr, den anderen weniger. Überhaupt nicht. Es gilt ein klares Leistungsprinzip. Das hat er uns vermittelt. Ich meine, wir haben über Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, Einstürmer, zwei. Wir haben ja alles probiert. Am Ende müssen wir sagen, es war dann eben nicht gut genug. Und das, also wir haben ein paar Ausreißer dabei, ob das jetzt der Amo war oder Kammer, die da auch gute Leistungen gezeigt haben als Neuzugänge. Aber unterm Strich müssen wir sagen, war das von jedem einfach zu wenig. Und es ist ein Mannschaftssport, ja. Es ist nun mal so, sonst hätten wir uns eine Einzelsportart aussuchen müssen. Und dort haben wir, ich will nicht sagen versagt, aber sind unseren Ansprüchen selber hinterhergelaufen. Und deswegen ist das meine Meinung, wo sich jeder irgendwo immer selber hinterfragen muss. Das heißt, die Basis des ganzen fußballerischen Systems, technisch, personell ist das Miteinander, genau. Der Geist, die Mentalität. Und davon hatte Dynamo Dresden in der Hinrunde zu wenig? Das kann man schon so sagen. Ja, es waren immer mal Spiele dabei, bis jetzt ein Heimspiel bei Osnabrück, wo du 2-0 hinten liegst. Du drehst eine Partie, ja, wo alle sofort gedacht haben, okay, wow, es muss doch einen Schub geben. Und das haben wir auch gedacht, dass es einen Schub gibt. Aber es kommt dann immer darauf an, in was für Muster verfällst du nach dem Spiel. Verfällst du wieder in deine alten Muster oder gibt dir das Auftrieb? Oder ist es auf einmal so, ja, wir sind doch Dynamo Dresden, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und das geht eben nicht einfach so. Diesen Schalter mal zu drücken, ja, wir legen alles wieder um. Ich glaube schon, dass dieser Geist gerade in dieser langen Pause, wir waren viel hier zusammen. Ich meine, wir haben dann auch immer, wenn wir zwei Trainingseinheiten haben, sind wir dann immer hier geblieben. Wir machen viel zusammen. Wir schauen, dass wir die ganze Gruppe immer irgendwo zusammenhalten. Es ist klar, dass nicht der eine mit dem anderen immer alles zusammen macht. Ja, es gibt irgendwo immer Sympathien, die ziehen sich an. Ja? Die einen reden gerne über Formel 1, die anderen über Dart. Ja? Der eine hat Familie, wie sieht es da aus? Und das probieren wir jetzt alles zusammenzuschnüren und dass dann immer dieser Spirit entsteht. Und, das war richtig angesprochen, davon hatten wir halt in der Hinrunde zu wenig. Und das ist auch wieder so ein Spiel gewesen jetzt am Wochenende. Du liegst hinten, du spielst gegen einen Aufsteiger, die Rollen waren klar verteilt. Du hast das Spiel gedreht. Was macht es jetzt mit dir? Pünktlich zum Rückrundenstart und für den geht's für die SGD nach München zu 1860. Duelle, die du, glaube ich, mit deiner Ingolstädter Vergangenheit auch sehr zu schätzen weißt. Was kommt denn dazu auf Dynamo Dresden? Grünwalder Stadion, es ist voll. Es war relativ zeitig alles ausverkauft. Also ich meine, Montagabend unten in München zu spielen, ist eigentlich das Topspiel. Ja, es ist, ich meine, klar, 1860 hatte auch eine Durststrecke nicht gewonnen, jetzt war die Trainerfrage und man bekommt ja alles mit, also durch Medien, es wurde alles irgendwo zugetragen. Das ist eine Truppe, die irgendwann sagt, jetzt müssen sie mal hoch. Ja, also sie haben den gleichen Anspruch wie andere Vereine auch, sie wollen aufsteigen. Und ich glaube, dass dieses Spiel gerade über diese Punkte kommen wird, viel Mentalität, viel Wille. Also ich glaube auch, dass es am Montag schneit, Schnee liegt. Die Bedingungen haben wir jetzt schon mal irgendwo kennenlernen dürfen damit in München, wo wir zugeschaut haben. Und das ist dann einfach, wer will das immer mehr? Das ist auch eine entscheidende Frage. Wie sehr will ich gewinnen? Ich meine, wenn wir Tischtennis spielen oder Fußballtennis oder Torschusswettbewerb, ich will doch immer gewinnen. Und das ist an den 90 Minuten nichts anderes. Und das ist egal, ob das jetzt Training ist oder ob das irgendwo ein privates Spiel ist, das wir spielen. Es muss doch so sein, dass man das hasst zu verlieren. Also es ist dann nicht schön, wenn ich dann ja, dann noch aufgezogen wäre, ja, hast du schon wieder verloren und. Und wenn mir das egal ist, okay, dann ist es so. Aber das ist nur so ein Nebenaspekt. Ich glaube, dass es in diesem Spiel darauf ankommt, diesen Mannschaftsgeist. Ich glaube, den hat 60, sind im Großteil so zusammengeblieben. Haben schon eine sehr gute Mannschaft. Ich meine, die direkten Duelle, die kannte ich noch mit Ingolstadt. Das waren dann immer die letzten Spiele, wo es darum ging, wer kommt denn vielleicht in der Relegation, wer kann in den Aufstiegskampf. Und jetzt haben wir eine Partie, die ist relativ früh oder pünktlich zum Rückrundenauftakt. Aber wie gesagt, ich freue mich brutal auf das Spiel. Und es wird auch eine Stimmung werden. Das ist unangenehm, aber was Schönes unangenehm. Ne? Also das muss einen irgendwo schon anstacheln. Eigentlich der perfekte Startpunkt für so eine Aufholjagd, oder?
Ja, Aufholjagd ist immer richtig. Ja, es gibt immer irgendwo Startpunkte. Und das habe ich ja vorhin gesagt, was macht ein Spiel mit dir? Wir haben uns über Osnabrück unterhalten, wir haben jetzt über Oldenburg gesprochen. Wie kommt die Mannschaft da raus? Ja, also wir müssen den nächsten Schritt machen. Ja, diese Schritte, die wir vielleicht in der Hinrunde ja, vermissen lassen haben, in allem zuzulegen, ja, fußballerisch diesen Geist mehr zu schüren und auch diesen Willen zu haben, Spiele zu gewinnen. Und vielleicht ist es das Spiel, was man braucht. Das kann ich aber erst danach sagen. Vielleicht werde ich dann auch sagen, nee, es war nicht das Spiel, was es gerade benötigt hat. Aber nochmal, das sind doch die Spiele, auf die wir uns am meisten freuen. Nicht nur ihr, wir auch. Ja. Danke dir. Danke auch. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.